Das Wichtige dabei ist, das haben wir vorhin auch schon von Herrn Zimmer gehört, dass es darum geht, eben die Menschen mit Informationen zu erreichen in erster Instanz, aber dann auch so, dass sie etwas wirklich damit anfangen können. Und das hoffen wir eigentlich mit unserer Strategie und eben mit einer Open Access Policy umsetzen zu können. Und Digital Mindset ist ganz wichtig, deswegen hier auch nochmal digitale Koordinaten, wenn Sie was twittern wollen und da verlinken wollen oder das MKG erwähnen wollen, sehen Sie hier nochmal den Hashtag dazu. Hamburg ist ja nicht so weit weg, aber vielleicht kennen trotzdem nicht alle das Museum für Kunst und Gewerbe. Das ist ein Museum für angewandte Kunst und Design und die Sammlungen umspannen 4000 Jahre, mehr als 4000 Jahre menschlicher Kreativität, so sagen wir das im Museumssprech, und äußereuropäische Kulturräume gehören auch dazu. Wir haben deswegen auch eine ganze Anzahl von Objekten. Das ist ungefähr eine halbe Million, so ganz hundertprozentig genau können wir das nicht sagen. Davon ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz ausgestellt und bislang auch noch nicht umfassend alles digitalisiert, beziehungsweise nicht nach entsprechenden Standards, die wichtig sind, wie wir ja auch noch später von Anja Müller hören werden. Zentral für unsere Aktivitäten, nicht nur im Analogen, ist immer die Sammlung. Deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt für uns die digitale Sammlung. Das ist hier ein ganz großes Schaubild mit vielen kleinen Informationen dazu, was wir im Digitalen umsetzen. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es eben bis vor kurzem dazu keine zusätzlichen Mittel gab, um einen Plan, eine Strategie oder Ähnliches zu entwickeln, sondern dass wir das aus den laufenden Ressourcen und Mitteln heraus geleistet haben. Jetzt gab es glücklicherweise die Einsicht, dass wir da doch auch dann wirklich eine Position dafür brauchen, um dieses weiterentwickeln zu können. Wir haben im Jahr 2017 eine erste digitale Strategie entwickelt. Und unter diesen Schlagworten, die Sie hier sehen, publiziert. Und etwas, was uns ganz wichtig war, ist eben, dass es eine Querschnittsaufgabe ist. Ein digitales Mindset ist etwas, was nicht nur von einer Position festgelegt werden kann, sondern da müssen viele dran beteiligt sein, haben wir ja heute auch schon dazu gehört. Und ein Kernstück unserer digitalen Strategie ist die sogenannte Open Access Policy. Die, so ist es zumindest die Vision der Strategie, sämtliche Handlungsfelder und Aktivitäten des Museums umfassen soll. Diese Open Access Policy, die wurde schon 2015 implementiert, und zwar mit dem Start der sogenannten Sammlung online, wo wir Daten publiziert haben zu unseren Objekten. Es sind ja wahrscheinlich nicht so primär viele Museen hier heute im Raum. Kann ich mal da um Handzeichen bitten, wer aus einem Museum kommt? Ja, gut, doch einige. Aber die anderen haben ja vielleicht auch noch nie von einer Sammlung online gehört. Da geht es eben darum, dass man Inhalte, Kontexte, aber auch ganz banale Dinge wie Grunddaten zu Objekten erfasst und die dann auch online präsentiert, damit andere sie nutzen können, zum Beispiel um Objekte vielleicht ausleihen zu können, aber auch Forschung dazu betreiben zu können oder überhaupt eine Vorstellung zu bekommen, wie das, was das für ein Objekt war, was dann vor 2000 Jahren geschaffen wurde. Und insofern sind das umfangreiche Informationen, und wer Lust hat, kann sich das ja auch mal angucken, funktioniert auch auf dem Smartphone. In dieser Sammlung online ist eben das Wichtige gewesen, dass wir da ganz klarstellen wollten, dass diejenigen Objektabbildungen, die mit dem Zusatz Public Domain gekennzeichnet sind, gemeinfrei sind und frei zum
Herunterladen zur Verfügung stehen. Das kann passieren, ohne dass wir da um Erlaubnis gefragt werden müssen. Die können ohne Einschränkung genutzt werden für jegliche Zwecke. Das muss nicht Bildung und Vermittlung sein. Das kann auch ein kommerzielles Projekt sein und privat, wissenschaftlich, kreativ, technologische Entwicklung, denen sind keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile sind ja jetzt sogar schon über 11.000 Objekte frei nachnutzbar und downloadbar. Und das Wichtige ist eben, wenn man möchte, dass sich andere auch damit auseinandersetzen und beschäftigen, dass man das ganz klar kennzeichnet. Hier ist so eine Übersicht in der Sammlung online und hier ist eine Einzelobjektansicht. Ich fürchte, das kann man besser sehen, wenn man das einmal selber aufruft auf einem Device. Das, was Sie links sehen, ist der Hinweis, dass es sich um ein gemeinfreies Werk handelt und rechts ist der Hinweis eingekreist, dass Sie das auch herunterladen können. Und diese klare Kennzeichnung bezieht sich eben auch auf das, was man dem Nutzer oder digitalen Besucher dann mitgibt, was er verstehen kann, dass er etwas Verständliches hat, wie er diese Inhalte nutzen kann. Und deswegen haben wir uns für sogenannte Creative Commons Lizenzen entschieden. Da haben Sie vielleicht auch schon mal davon gehört. Und in diesem Fall nutzen wir die CC0 Public Domain Dedication. Das heißt, wir nehmen ein Recht, was entsteht, wenn wir das Objekt digitalisieren, nicht wahr. Das Objekt, was wir nämlich digitalisieren, genießt schon zu dem Zeitpunkt keinen urheberrechtlichen Schutz mehr, aber so ist das in Deutschland, wenn ich es auf eine bestimmte Art und Weise digitalisiere, dann entsteht ein neues Recht an diesem Digitalisat. Und das ist etwas, was Museen oder Kulturinstitutionen im Allgemeinen auch gerne wahrnehmen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben uns dazu entschlossen, das nicht wahrzunehmen. Warum, das erkläre ich nochmal im Folgenden. Ich möchte Sie aber gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich auch Objekte in der Sammlung online präsentieren, die urheberrechtlich geschützte Inhalte umfassen. Die stehen dann nicht zum Download bereit und da ist dann mit den Rechteinhabern auch geklärt, mit einem schriftlichen Vertrag, dass wir die präsentieren dürfen oder unter Umständen eben auch weitergeben dürfen in andere Netzwerke. Aber das wird dann individuell tatsächlich abgeklärt. Und das ist auch ein Grund, warum vielleicht noch nicht mehr kulturelle Inhalte online zur Verfügung stehen. Denn wenn es jetzt um die Informationen zu den Objekten geht, dann ist es noch eine andere Sache. Aber wenn es um diese Digitalisate geht, die dann im Falle hier von einem Fotografen, Thomas Höpker, natürlich auch ja, das Werk sind, was er dann eben vertritt und vermarktet, dann ist das eine urheberrechtlich zu klärende Frage, ob etwas gezeigt werden kann oder nicht. Und das ist kompliziert, das ist eine Einzelrechteklärung, die Sie da unter Umständen vornehmen müssen. Und deswegen ist noch nicht alles, was Sie in den Museen vorfinden, unter Umständen online zugänglich. Das ist eigentlich nichts Revolutionäres. Das ist tatsächlich interessant, das nochmal zu sagen, weil seit wir diese Open Access Policy umgesetzt haben, tatsächlich wir wirklich monatlich, also das ist seit 2015 so, eingeladen sind, um über dieses Thema zu sprechen und das nochmal zu vergegenwärtigen, dass das nicht so eine, dass es zwar eine komplizierte Sache ist, diese Klärung vorzunehmen, aber eigentlich diese Entscheidung etwas ist, was ganz natürlich sein müsste, denn das Objekt selber ist ja bereits gemeinfrei. Nur wenn es dann digitalisiert wird, erfährt es dann diesen Schutz. Und das ist tatsächlich etwas, was empfohlen wird von der EU-Kommission und auch von einem europäischen Kulturerbe-Netzwerk der Europäer, dass man sich eben
daran hält, dass diese Dinge, die dann in analoger Form gemeinfrei sind, auch in digitaler Form gemeinfrei vorliegen sollten. Das ist die sogenannte Europeaner Public Domain Charter. Und das ist eigentlich absurd, dass man wirklich jetzt wieder etwas erlauben muss, einen Access erlauben müssen für etwas, was unser aller Gemeingut schon ist. Denn die Sammlung ist ja in Berlin vermutlich auch so, im Museum für Kunst und Gewerbe, die gehören ja nicht dem Museum. Wir verwalten die Inhalte und Objekte nur und das gehört den Hamburger Bürgern. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo das mal einer bestimmten Stiftung gehört. Dennoch ist es eben absurd, dass das so umgesetzt werden muss, dass man da schon von einer Revolution sprechen kann, wenn man das eigentlich tut. Das ist jetzt aber so, dass zum Glück in der Copyright-Reform in der europäischen, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, war ja auch eine ganz große Diskussion da in anderen Bereichen, da sind tatsächlich auch gute Sachen bei rausgekommen, nämlich eben dieses von dem Artikel 14 der Direktive, wo es wirklich darum geht zu sagen, es ist nicht mehr dann gestattet, Rechte wahrzunehmen in digitaler Form, die in analoger Form schon erloschen sind. Und das ist tatsächlich was, worauf wir uns alle freuen können. Man muss gucken, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber insofern wird das wahrscheinlich auch Gesetz werden, das so umzusetzen. Warum haben wir uns aber schon, bevor das eigentlich eine Entscheidung auf europäischer Ebene war, dies zu tun, dazu entschlossen, das zu machen? Das hat den Grund, dass es Studien gibt, wir haben davon heute auch schon gehört, zahlreiche dazu, dass eben Besucher und Nutzer sich nicht mehr nur darauf beschränken möchten, Konsumenten zu sein, sondern sie wollen auch Produzenten sein. Wir wollen sie gerne auf Augenhöhe einbinden und insofern möchten wir gerne, dass sie auch da schöpferisch mit diesen Inhalten umgehen können. Es gibt hier das Beispiel zum Beispiel eines GIF-Contests, wo Inhalte aus dem Museum für Kunst und Gewerbe genutzt werden können. Und auf anderer Ebene haben Sie das vielleicht auch schon gehört, das Rijksmuseum hat das als erstes großes Haus in Europa auch wegweisend umgesetzt, wo Design Awards wie der sogenannte Rijksstudie Award ausgeschrieben werden, um diese Nachnutzung von Kulturerbe zu befördern. Hier eben eine Schlafmaske, die entwickelt wurde aus einem Gemälde des Rijksmuseums oder hier auch nochmal ein schönes Beispiel, wo man aus einer Fliese dann eine Kontaktlinse geschaffen hat. Man muss aber eben sagen, dass dieser kreative Reuse nicht von alleine passiert und deswegen möchten wir den auch gerne im Museum für Kunst und Gewerbe befördern und haben dafür ein Projekt umgesetzt, das heißt MKG Studio. Dort werden Ihnen bereits Ideen mit an die Hand gegeben, auch mit ausführlichen How-to-Dos, wie Sie etwas Kreatives gestalten können auf Basis von Public-Domain-Werken aus der Sammlung. Hier zum Beispiel so ein kleines Mäppchen auf Basis einer Fotografie der Fotografin Eva. Genau, es gibt eine ausführliche Anleitung, sodass sogar diejenigen, die noch nicht wissen, dass dieses Verfahren Sonnendruck heißt, was Sie hier sehen, etwas gestalten können. Damit die Nutzer überhaupt Inhalte finden können, die in der Sammlung online zur Verfügung stehen zur Nachnutzung, haben wir auch ein Feld eingeführt, das heißt Weiterverwenden. So können Sie gleich gezielt Inhalte danach filtern. Für uns ist es aber vor allen Dingen wichtig, dass wir je nach Besucher- und Nutzerbedürfnis Inhalte bereitstellen und vielleicht brauchen nicht alle immer nur qualitativ hochwertige Digitalisate, um ein kreatives Projekt umzusetzen, sondern vielleicht auch Daten. Und in diesem Fall stellen wir strukturierte und maschinenlesbare Metadaten in standardisierten internationalen Austauschformaten, die heißen in dem Fall heißt es LIDO, Austauschformat, bereit und
Diese interoperablen Daten sind auch grundlegend, um in großem Maßstab Teilhabe und Austausch zu ermöglichen. Wir stellen die beispielsweise auf GitHub bereit, denn diese Daten fließen auch ein in andere Projekte, wie zum Beispiel die Wikipedia oder auch den Kulturhackathon. Coding Da Vinci war ja hier sicherlich auch schon Thema. In der Europeana gibt es uns die Möglichkeit, dass dort neue Inhalte erstellt werden, die wir gar nicht mit unseren Ressourcen verwirklichen könnten. Also zum Beispiel Ausstellungen in mehreren Sprachen angeboten werden, hier zum Thema Jugendstil, dass Inhalte nochmal erarbeitet werden, wie auf der Plattform Pinterest, die wiederum dann zu unseren Objekten zurückführen. Es gibt Projekte wie hier das Vikus-Projekt an der FH Potsdam, die die Inhalte des MKG weiter nutzen, um dort neue Interfaces zu erstellen mit explorativen Ansätzen. Da noch eine andere Ansicht aus dem Projekt. Es gibt aber auch Forschungsprojekte, die zum Beispiel auf Crowdsourcing basieren, ein Tagging-Spiel mit dem Namen Artigo an der LMU München, nutzt unsere Sammlung, um sie dort neu zu verschlagworten. Und da ist es natürlich besonders interessant, wie nehmen wir diese Inhalte wieder mit zurück, die dann von anderen generiert werden. Können wir damit unsere Daten auch anreichern, unsere Objekte anders zugänglich machen, als das aus einer wissenschaftlichen Perspektive vielleicht der Fall wäre. Ein Projekt, was wir sehr lieben, ist das bei Coding Da Vinci entwickelte Spiel Zeitblick, wo man ein Selfie erstellt, das gibt es auch als App im Play und App Store. Man erstellt ein Selfie und kriegt auf Basis von Emotional Recognition ein sozusagen historisches Selbst aus der Vergangenheit, aus der Sammlung des MKG, was eben abgleicht, ob man gerade fröhlich oder traurig ist. Und das ist nicht das Einzige, sondern man bekommt dann auch noch die Daten und Informationen zu diesem Objekt mitgeliefert, hat also auch noch einen Lerneffekt. So etwas hätten wir uns jetzt alleine sicherlich nicht ohne weiteres ausgedacht, finden wir aber hervorragend. Wenn wir jetzt überlegen, warum machen wir das Ganze, geht es immer darum, um Erfolgsmessung, wie ist es mit der Reichweite, erreichen wir eine Person, die dann ihr Leben ändert oder ganz, ganz viele Personen, die das im täglichen gebrauchen können. Und da ist nochmal ein Beispiel, ein sehr erfolgreiches Projekt war eine Kooperation mit der Wikipedia-Community, ein sogenannter Editathon fand bei uns im Museum statt, wo mit 93 Digitalisaten, die wir nochmal extra aus der Sammlung online bereitgestellt haben, gearbeitet wurde und die jetzt schon über 1 Million Ansichten in der Wikipedia generiert haben und in allen möglichen Ländern eingebunden sind, in allen möglichen Sprachen, die wir nicht alle sprechen, zum Beispiel Norwegisch, Russisch, hier Japanisch. Steht jedenfalls so drauf, ich kann das ja nicht überprüfen, ich kann kein Japanisch. Und was natürlich eine unglaublich große Vielfalt und Reichweite dann generiert. Aber eben nur, wenn sie die Inhalte auch so bereitstellen, dass sie nachnutzbar verfügbar sind. Unsere weitere Entwicklung ist auch noch ein Work in Progress, denn wenn wir sagen, ja, wir verfolgen diese ganzheitliche Open Access Policy, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass wir trotzdem manchmal noch Copyright Museum für Kunst und Gewerbe haben. Das ist etwas, was wir weiterentwickeln wollen und wo es auch darum geht, tatsächlich Kollegen auch zu schulen, wirklich in ihren Arbeitsweisen auch darauf hinzuwirken, dass man immer zum Beispiel dann so beauftragen kann, dass es nachher frei verfügbar ist, auch wenn wir selber Anwendungen entwickeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass wir auch dahin gehen wollen, wo die Nutzer sind. Denn außer jetzt vielleicht der Wikipedia ist es ja nicht so, dass die Plattformen, wo man Dinge bereitstellt, immer so
allgemein bekannt sind. Und da zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Do-it-yourself-Tutorials denken, da auch in die Communities reingehen, diese dort gezielt bereitstellen. Gleiches gilt auch für andere Inhalte, die wir entwickelt haben, dort in Bildungsserver oder Ähnliches zu investieren, um die noch nachnutzbar zu machen. Genau, das Thema hatte ich vorhin auch schon kurz aufgegriffen mit der Frage, wie messen wir denn diese Reichweite oder den Erfolg von digitalen Angeboten? Ist das, was wir messen können, weil uns das vorgegeben wird, auf Basis von ja, ökonomischen Outcome-Messlatten? Ist es das, was der Kulturbereich eigentlich braucht, oder brauchen wir da andere Werte? Ich habe hier mal so ein Beispiel reingenommen, das ist etwas, wo man Fake-Follower zum Beispiel auf Social Media messen kann, und da die ganz großen Museen, sehen Sie, wie viel Prozent Fake-Follower da identifiziert wurden. Also ist das zum Beispiel das, was wir vorlegen müssen gegenüber der Politik, dass wir eine Relevanz haben? Da sind wir gemeinsam mit dem Netzwerk Europeana der Meinung, dass das eben nicht der Fall sein kann, dass wir unseren Fokus da ganz sicherlich verschieben müssen, nur rein ökonomischen Outcome zu messen und dahin kommen müssen, was sind denn Auswirkungen von kultureller Partizipation, wenn man beispielsweise durch ein Tutorial dazu angehalten wird, nicht nur zu konsumieren, sondern selber etwas zu tun, dann macht das was mit einem, dann verändert sich die Erwartung an vielleicht auch eine künstlerische Produktion, man hat andere Annahmen vielleicht auf einmal darüber und führt dann wiederum auch dazu, dass man vielleicht auch seine eigenen Identitätskonstruktionen nochmal in Frage stellt. Das ist auf jeden Fall das, was in der Forschung dazu nachgewiesen werden kann, und deswegen ist es wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, wenn wir da über auch eine Wirkungsorientierung nachdenken müssen. Denn für uns ist es vor allen Dingen als Museum für Kunst und Design wichtig, zu inspirieren und mit anzuregen, mit unserer Sammlung zu interagieren, und wo das ist, ist nicht in erster Linie relevant. Dazu brauche ich nicht unbedingt die Klickzahlen auf unserer Webseite, und deswegen laden wir eben dazu ein, unsere Daten und Inhalte auch immer in anderen Zusammenhängen zu nutzen, und deswegen ist es für uns auch wichtig, solche Einzelrückmeldungen zu bekommen, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass es möglich ist, neue Perspektiven kennenzulernen, neue Erkenntnisse und neue Nutzer zu gewinnen, wie hier der Nutzer bei Instagram rückmeldet, dass er sich den Inhalt überhaupt nicht angeguckt hätte, wenn er nicht den Hintergedanken gehabt hätte, das auch nachzunutzen. Und das ist tatsächlich dann etwas, was für uns eine sehr große Relevanz hat. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn noch weitere Institutionen diesen Weg gehen, und freue mich auf Fragen. Vielen Dank. Ja, gibt es schon Fragen? Es waren ja ein paar Leute aus dem Museumsbereich da. Also ich da in der Ecke habe ich welche gesehen. Die kennen das ja schon. Die wissen das alles schon. Nicht aus dem Museumsbereich, aber eine Frage. Ich habe häufig mit Leuten aus dem Museumsbereich gesprochen mit der Frage, wie steht ihr zu Open Access und Open Source und so weiter. Und ich kriege dann immer die gleiche Frage und sagt, ja, ihr ist dann in dem Fall sozusagen die öffentliche Hand, Verwaltung, Geldgeberin. Wollt doch, dass wir sozusagen durch Lizenzen auch Eigenmittel generieren. Und das ist genau das, was uns wegbricht. Wie haben Sie sozusagen an der Stelle da einen Weg gefunden, oder sind Ihnen Türen geöffnet worden und so? Also wir haben das sozusagen im Haus evaluiert. Ist das für uns ein maßgeblicher Faktor an Einnahmen? Und das war ganz klar nicht so. Dazu gibt es auch schon zahlreiche europäische und internationale Studien, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Also wenn man auch dann gegenrechnen muss, was für Personal nötig ist, um diese Lizenzierungsnachverfolgung ja auch durchzusetzen, zu verwalten, dann ist es oftmals der Fall, dass da maximal plus minus rauskommt. Und dann gibt es auch ganz oft die Rückmeldung von Kollegen, ja, wir haben da eben noch eine Kollegin, die das bearbeitet, und deswegen machen wir das noch weiter, weil da muss ja irgendwie diese Stelle noch finanziert werden. Und die Studien dazu, die belegen aber eher, dass es da
andere Perspektiven gibt, die auch ganz wichtig sind. Zum Beispiel eben, dass durch eine Open Access Policy beispielsweise ganz stark die Marke gestärkt wird. Ja, dass es ein Riesenfaktor ist, auch für Kooperationen. Wenn Sie überlegen, was Mitteleinwerbung angeht heutzutage, sei es DFG, sei es BMBF, das ist alles darauf ausgerichtet, Inhalte zu produzieren, die dann auch nicht, also die offen lizenziert sind. Das ist, anders können Sie da gar nicht mehr sich heutzutage bewerben. Und insofern würden Sie sich ja als Institution in einen Nachteil bringen, wenn Sie das nicht wahrnehmen. Und dann mit etwas, was ja sowieso schon gemeinfrei ist, wie wir das gehört haben, das ist natürlich dann fraglich, inwieweit so etwas auch einem öffentlichen Auftrag eigentlich entsprechen kann, und das muss man auch einfach in Frage stellen. Da hinten ist ja. Ich habe auch noch eine Frage dazu. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Berlin-Brandenburg. Also erstmal teile ich Ihren Standpunkt voll und ganz, und wir sind seit so 2-3 Jahren dabei, zu versuchen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns geht es auch vor allen Dingen ums Fotografieren, aber letztendlich ist Schloss Sanssouci auch nur ein Objekt, was uns zur Verwahrung sozusagen und zur Betreuung übergeben wird. Aber gerade da ist der Punkt, weil wir natürlich auch mit verschiedenen Widerständen kämpfen. Frau Zeifen hatte einen genannt, das ist die finanzielle Seite, da haben Sie ja schon geantwortet drauf. Aber können Sie von Ihren Erfahrungen her sagen, was es noch so für Argumente gibt und wie man denen begegnen kann? Also bei uns sind zwei Argumente sehr tragend. Das eine ist, wir haben nicht mehr die Kontrolle über unser Kulturgut, das wir verwahren. Also muss man sich wirklich vorstellen, das ist für mich eine sehr veraltete Position, die man aber in Museen relativ schwierig durchbrechen kann, scheinbar. Und der zweite Punkt, muss man auch selbstkritisch sagen, und der zweite Punkt ist, dass natürlich gesagt wird, ja, das kann für schlechte Werbung, das kann image-schädigend sein, es können Dinge sozusagen damit gemacht werden, die sozusagen kontraproduktiv sind, die politisch weit rechts stehen und so weiter und so fort. Also wir hatten zum Beispiel auch von Pogida schon mal so eine Motivnutzung und so weiter. Und da würde mich mal Ihre Erfahrung interessieren, was Sie da gehört haben und wie Sie damit umgegangen sind. Ja, also zu dem ersten Punkt mit der Kontrolle, das haben wir auch abgewogen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir auch, wenn wir da ein Copyright drauf machen, ja keine Kontrolle haben, ob unsere Inhalte missbräuchlich genutzt werden. Und wenn wir das kontrollieren wollen würden, dann bräuchten wir eine Rechtsabteilung, die sich auch damit beschäftigt, dem nachzugehen, haben wir nicht. Also ist es halt auch ziemlich schnell klar geworden, dass selbst andere offene Lizenzen, zum Beispiel der Namensnennung, für uns gar nicht so relevant sind, sondern wir einfach empfehlen möchten, den Nutzern auch die Institution zu nennen, woher das Digitalisat stammt. Denn auch diese Prüfung dann dieser Inhalte, die ist eben sehr, sehr schwer. Und wenn Sie das empfehlen, dass das jemand macht, dann ist unsere Erfahrung, dass das sehr gut angenommen wird und dass dann auch genauso die Institution genannt wird. Und zu dem zweiten auch nochmal Aspekt der Kontrolle ist es eben so, dass wir auch nicht den Auftrag haben, das zu kontrollieren. Also wir sind dazu da, zu inspirieren und andere anzuregen, auf Basis von den Objekten, die wir haben, neue kreative Schöpfungen zu entwerfen. Das ist der Grundauftrag vom Museum für Kunst und Gewerbe. Deswegen gibt es das Haus überhaupt. Und insofern war das Argument dann sehr schnell unter Kontrolle zu bringen. Und dass der zweite Aspekt, Missbrauch, höre ich auch ganz oft bei dem Thema immer, ist bei uns überhaupt nicht passiert, dass es irgendjemand schädlich in rechten Zusammenhängen wie auch immer genutzt hätte. Und wenn, dann wäre es auch nicht unsere Aufgabe gewesen, das zu verfolgen. Dann sind das ganz andere Institutionen und Organe, die das dann leisten müssen. Und davor schützt sie auch nicht, etwas zu verschließen, denn das Schlimmste, was ja passieren kann, gerade eben in den jetzigen Zeiten, ist, dass etwas in Vergessenheit gerät, nicht zugänglich ist, was halt dazu beitragen kann, dass sich eine Gesellschaft demokratisch auf Basis von Gemeingut entwickelt. Und
Natürlich wägen wir ab, was sensible Inhalte angeht, das ist keine Frage. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden viele Museen das wollen und bräuchten aber auch ein bisschen Rückendeckung. Ist es so, dass da auch, ich weiß nicht, die Stadt Hamburg sagt, wir wollen, dass unsere Museen Open Access fahren, weil eben die Werke gehören den Bürgern? Oder? Nein, das ist nicht so. Wir sind bislang nicht, wir haben so eine offene Policy, aber zum Beispiel das Altonaer Museum hat auch eine offene Lizenz für Inhalte, aber das ist noch nicht durchgängig so bei denen, noch nicht mal in der Stiftung Historische Museen und auch nicht für Hamburg, und das ist auch nicht vorgegeben. Also was man ja nur empfehlen kann, ist, wenn man öffentliche Mittel in die Hand nimmt, um Dinge zu digitalisieren, dass man das als Bedingung macht, dass das offen verfügbar sein muss. Das ist meine persönliche Meinung. Dafür gibt es auch viele Gründe, die können wir ja auch noch im Nachgang in der nächsten Pause gerne besprechen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Nee, aber Mittel für Digitalisierung war ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt mal Anja Müller zu mir bitten. Danke, Frau Schmidt.